Die erfolgreiche Dokumentation Codename Brizzling wird fortgesetzt. Codename Brizzling 2 liefert Antworten darauf, was Plauen zum Ziel alliierter Bomber machte. Eines der strategischen Bombardierungsziele in Plauen war die Vogtländische Maschinenfabrik AG. Das Werk lieferte bis zu einem Viertel aller Panzer und gepanzerten Fahrzeuge für die Wehrmacht. Vor allem der Jagdpanzer 4 wurde in Plauen produziert. Codename Brizzling 2 gibt Einblicke in die Plauener Unterwelt. War der zivile Luftschutz in der Stadt ausreichend? Am 10. April 1945 wird die Zerstörung Plauens durch einen Flächenangriff des britischen Bomber Command vollendet. Codename Brizzling 2 liefert eine genaue Analyse dieses schwersten Angriffs auf die Stadt. Der Bevölkerung einer Stadt wie Plauen, der war es ja völlig egal, was die Absicht der Alliierten gewesen ist. Diese Stadt ist ausradiert worden und das prägt die Wahrnehmung. Eine Dokumentation über das wohl dunkelste Kapitel der Stadtgeschichte Plauens. Codename Brizzling 2. Premiere am 12. September 2016.